Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf johnson.de. In diesem Video wollen wir uns mal mit der Analyse von Wärmebildern beschäftigen, die mit den DJI Enterprise Drohnen aufgezeichnet wurden. Und zwar bietet DJI dafür das kostenlose DJI Thermal Analysis Tool an. Und damit kann man, wie der Name schon vermuten lässt, entsprechend die Wärmebilder, die man mit der Drohne zuvor aufgezeichnet hat, analysieren und Messungen daran durchführen. Die Software, ich starte es mal eben, damit es schon laden kann, ist Windows only in diesem Moment, also es gibt es nicht für macOS. Wir haben uns hier in dem Fall auf einem MacBook Pro mit M1 Max Prozessor so beholfen, dass wir eine virtuelle Maschine mit Hilfe der Software UTM erstellt haben und darauf ein Windows 11 ARM Version aktuell laufen lassen. Das funktioniert sehr gut, um das Thermal Analysis Tool 3 entsprechend zu verwenden. Wie ist das Ganze aufgebaut? Man kann schon sehen, das Tool startet erstmal mit einem relativ, sag ich mal, tristen Bildschirm. Und das Erste, was wir tun müssen, ist eben Bilder öffnen, die wir entsprechend analysieren wollen. Und ich habe jetzt hier schon mal einen Ordner angelegt, der heißt IR. Und wenn ich den öffne und dann hier an die Seite klicke, sind da zwei IR-Bilder drin. Vielleicht hierzu ein kleines Vorwort. Das sind keine normalen JPEG-Dateien, auch wenn man das jetzt hier anhand der Dateiendung vermuten könnte, sondern sogenannte RJPEG-Dateien für Radiometrik, also quasi Wärmebildaufnahme, IR-Aufnahme. Und diese Bilder sind natürlich vollständig anders aufgebaut als normale Sichtbilder. Bei Sichtbildern kann man es ja, wenn man es mal ganz knapp zusammenfasst, sagen, dass quasi die pro Pixel die Helligkeitsinformationen und Farbinformationen gespeichert werden. In so einem RJPEG werden stattdessen Temperaturinformationen pro Pixel des Wärmebildsensors gespeichert und diese lassen sich dann in entsprechender Art und Weise darstellen. Was ganz praktisch ist, wenn man seine ganzen RJPEG-Dateien jetzt nicht nach Ordnern sortiert hat, wie ich das jetzt hier beispielsweise getan habe, sondern da eine wilde Dateistruktur quasi vor sich hat, dann hilft das Tool einem insofern, als dass es hier eine datumsbasierte Struktur aufmacht anhand des Aufnahmedatums, was es sich aus den Metadaten der Datei rauszieht. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Tool an sich ist ziemlich basic aufgebaut. Also man hat, wie gesagt, diesen Datei-Explorer, kann dann hier die Dateien entsprechend auswählen und bekommt dann hier seitlich bereits Informationen über dieses Bild angezeigt. Und zwar sind hier Grundparameter werden angezeigt und dann eben Metadaten bis hin eben zur Aufnahme-Location, wo dieses Foto, wo dieses IR-Bild entstanden ist. Um die Analyse zu starten, macht man einfach einen Doppelklick. Und dann öffnet sich, ich würde mal sagen, der sogenannte Editor und mit dem können wir jetzt alle möglichen Sachen einstellen. Und zwar vorweg, bevor wir hier loslegen, noch ein kleiner Disclaimer. Wenn man vorhat, mit dieser Analyse wirklich Dinge anzufangen, das heißt Ableitungen daraus zu treffen, dann sollte man Experte oder fachkundig auf diesem Gebiet sein. Das heißt fachkundig sein, wie man Wärmebilder liest und was deren Ableitungen dann entsprechend sind, gilt natürlich vor allem im Inspektions- und Gebäudesektor. Also hier keine falschen Schlüsse draus ziehen. Vor allem, wenn man anfängt, sich mit der Thematik zu beschäftigen, sollte man da natürlich immer eine fachkundige Person konsultieren, um das Ganze sich dann nochmal bestätigen zu lassen, wenn man schon meint, selber daraus Schlüsse ziehen zu wollen. Genau, also was haben wir hier vor uns? Wir haben im rechten Bereich wieder die Parameter, die wir eben auch schon in der Vorschau gesehen haben. Was hier interessant ist, man kann sich eigene Parameter entsprechend hinzufügen. Zum Beispiel könnte man jetzt hier einen weiteren Parameter hinzufügen: Drone Zone, YouTube, Test und dem könnte man jetzt irgendeinen Wert geben, Wert 1. Und auch diese Werte werden dann entsprechend später abgespeichert in der Datei. Wichtig zuallererst, so fange ich zumindest an, ist, ich gucke, ob die Farbpalette, wir haben jetzt hier einen Wald, hier oben haben wir Himmel entsprechend fotografiert, ob die Farbpalette, die eingestellt ist, ein Falschfarbenbild erzeugt, mit dem ich arbeiten kann. An der Stelle würde ich sagen, ja, könnte man, aber zum Beispiel eine White-Hot-Farbpalette ist vielleicht noch etwas besser. Also das bedeutet jetzt in dem Fall, alles, was sehr hell ist, ist besonders warm. Sieht man hier an der Skala an der Seite und alles, was dunkel ist, ist besonders kalt. Wir gehen mal auf das Iron Red zurück. Das ist ja so das klassische Wärmebild, Falschbild, was man kennt, wenn von Wärmebildern häufig gesprochen wird, findet man häufig so eine Farbpalette vor und auch die lässt sich einstellen.
Man kann sich also merken, wenn man mal die falsche Farbpalette eingestellt haben sollte, während man die Aufnahme macht, ist das nicht so schlimm, weil ja nicht diese Farbpalette in dem Foto gespeichert ist, in dem RJPEG, sondern die Temperaturinformationen, und diese lassen sich natürlich jetzt hier mit dem Thermal Analysis Tool beliebig wieder austauschen und man kann das im Nachhinein korrigieren. Das zweite, was ich tue, ist, ich prüfe, ob meine Skala, in dem Fall jetzt von knapp minus 90 Grad Celsius bis plus 20 Grad Celsius, ob die sinnvoll ist. Warum minus 90 Grad? Ja, wir haben hier ein ganzes Stück Himmel drauf, das heißt, wir haben sozusagen ins All oder zumindest in die Atmosphäre fotografiert. Das macht vielleicht nicht so viel Sinn. Und dann kann man jetzt hergehen und sagen, wir wollen das Ganze anpassen auf, sagen wir mal, den positiven Bereich. Und die Farbskala wird dann entsprechend eingeschränkt. Und man sieht schon, das Kälteste jetzt hier mit 1,1 Bereich sind so die Hintergrund, ist so das Hintergrundrauschen. Und so kann man sich seine Farbskala quasi dann auch zurechtlegen, je nachdem, wie sie eben passt. Muss man aber nicht, kann man tun. Bevor wir jetzt anfangen, zu Messungen zu machen, ist wichtig, dass man natürlich die Parameter für diese Messung nochmal überprüft. Da möchte ich jetzt gar nicht zu weit im Detail drauf eingehen, aber es müssen eben die Distanz zum gemessenen Objekt, die relative Luftfeuchtigkeit, der Emissionsgrad des gemessenen Körpers müssen richtig eingestellt sein. Und natürlich auch die reflektierte Temperatur. Das letzte ist in der Regel die Umgebungstemperatur, außer man hat speziell besonders starke Strahlungsquellen. Kälte oder Wärme spielt dabei keine Rolle. In der Nähe, die jetzt auf dem Foto abgebildet werden, die eben auch für Reflexionen und anderen Gegenständen sorgen und somit das Ganze verfälschen können. Das könnte man hier dann korrigieren. Ich möchte bloß kurz zeigen, man kann jetzt, wenn man jetzt beispielsweise möchte, man hat 50 Meter, dann sieht man, dass ich, oder 25 Meter, dann sieht man, dass das Wärmebild, die Berechnungen, die sich jetzt für das Falschfarbenbild ergeben, komplett unterscheiden von dem, was wir eben bis jetzt hatten. Also das ist wichtig, um richtige Messungen zu machen, diese Grundparameter natürlich passend zu haben. Jetzt haben wir, wenn wir anfangen, endlich Messungen zu machen, folgende Möglichkeiten. Wir haben hier vier verschiedene Tools und das erste Tool ist das sogenannte Punktmessungstool. Ich kann jetzt also hierher gehen und beliebig viele, es wird bestimmt irgendein Limit geben, aber in der Regel verschiedene Punkte für die Messung hernehmen. Und man sieht schon, es würden dann hier verschiedene Kürzel vergeben, SP für Spot, 1, 2, hier ist der dritte und da ist der vierte. Und was interessant ist, hier an der Seite, an der rechten Seite, werden außerdem unter Measurements jetzt auch diese Details dieser Messung entsprechend ebenfalls protokolliert. Es ist also nicht nur eine reine grafische Darstellung, die jetzt hier erfolgt, sondern in der Datei wird im Hintergrund auch wirklich an Daten erfasst, was als Messpunkt definiert worden ist. Wir haben dann auch jederzeit die Möglichkeit, wenn man hier das Select-Tool benutzt, zu sagen, ich möchte mit Rechtsklick das Ganze löschen. Ich kann die Font-Size, also die Schriftgröße entsprechend anpassen, zumindest marginal. Und ich kann die Location des Messwerts verschieben. Also kommt zum Beispiel das Ganze auf die rechte Seite schieben oder auf die linke. Je nachdem, wie unruhig das Falschfarbenbild an der Stelle eben ist, hier ist es ja relativ homogen gelb mit dieser Farbpalette, kann man sich dann eben dabei helfen, um das Ganze ein bisschen leserlicher zu machen. Genau, jetzt haben wir schon mal ein paar Punktmessungen gemacht. Ich werde mal diese hier und auch die hier einmal wieder entfernen und man sieht auch gleich hier an der rechten Seite werden diese Messungen dann auch gelöscht. Das zweite, was wir haben, ist eine Flächenmessung mit einem Rechteck und hier ist ganz interessant, wird auch, ich schiebe mal gerade die Messpunkte auf die rechte Seite, hier wird auch automatisch markiert innerhalb dieses definierten Bereiches, wo sich der heißeste und der kälteste Punkt befindet. Und die liegen jetzt hier temperaturtechnisch nicht allzu weit auseinander. Und es wird auch ein Durchschnittswert über diese Fläche gebildet. Auch sehr praktisch. Auch das lässt sich, wie gerade schon gesehen, entsprechend dann wieder editieren. Und man kann auch mit der Select-Funktion auch die Größe beispielsweise anpassen. Und dann würden natürlich auch die Messwerte entsprechend korrigiert, beziehungsweise auf die neue Fläche adaptiert. Dann haben wir noch Kreismessung. Auch hier gleiches Spiel. Auch hier werden Minimum, Maximum und Durchschnittswerte berechnet. Und dann hat man auch noch eine Linienmessung. Kann man zum Beispiel hier an diesem Stamm lang messen und diesem Ast lang messen und hat dann quasi die
Punkte auf der Linie versus hier jeweils auf der Fläche die Maximal- und Minimumpunkte. Und auch hier gibt es entsprechende Abkürzungen, haben wir schon gesehen. R steht für Radius, SQ für Square und hier haben wir im L für Line. Und man sieht auch hier an der rechten Seite werden diese Messwerte dann alle schön säuberlich aufgeführt. Genau, das ist also eigentlich die Grundfunktion des Tools. Also kurz zusammengefasst, Farbpalette einstellen, Temperaturskala entsprechend begrenzen, wenn notwendig. Und dann kann man anfangen, Messungen zu machen. Bevor man natürlich misst, die Grundparameter prüfen, ob die entsprechend für die Messsituation herhalten und da sinnvolle Werte rauskommen. Und dann kann man das Ganze mit Save entsprechend in die Datei zurückschreiben. Und das wird jetzt wirklich auch in dieses RJPEG-File wieder zurückgeschrieben und ist dort als Daten vorhanden. Bedeutet, wenn man das Ganze das nächste Mal aufmacht, dann sind all diese Messpunkte und Messungen an sich sind dann wieder ersichtlich. Als letztes kann man jetzt hergehen und das Ganze noch exportieren. Und für unseren Export haben wir die Möglichkeit, jetzt ein eigenes Logo beispielsweise einzufügen und eine Beschreibung. Schauen wir mal, dieses ist ein Test einfach hin und hier könnten wir jetzt auch unser eigenes Logo, wir können das Logo auch ausblenden. Was passiert jetzt oder was haben wir hier für Optionen? Man kann jetzt hier mal runterscrollen. Hier haben wir also alle Werte, die wir eben an der rechten Seite gesehen haben, tauchen hier auch wieder auf. Und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Entweder wir lassen das Ganze als PDF raus, wir können auch eine Doc-Datei draus machen, die wir dann noch weiter bearbeiten könnten. Oder wir exportieren rein diesen oberen Teil hier inklusive der Skala an der Seite als Grafik und können das dann entsprechend weiterverarbeiten. Das ist es im Großen und Ganzen auch, was das Thermal Analysis Tool bietet, was DJI uns hier mit an die Hand gibt, wenn man eine entsprechende Drohne mit Wärmebildkamera verwendet. Und so hat man zumindest schon mal grundlegend die Möglichkeit, die RJPEGs, die da auf der Speicherkarte landen, zu analysieren. Ich hoffe, das war ein guter, kompakter Überblick, wie das Ganze funktioniert. Mehr zu dem Thema findet ihr auf drones.de. Der Artikel dazu ist unten in der Infobox entsprechend verlinkt. Und sollte euch das Ganze gefallen haben, sollte das Ganze hilfreich gewesen sein, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein Abo dalasst, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Und wenn ihr natürlich auch ein Like dalassen würdet, das wäre super. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.